Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und heute habe ich für euch eine ganz besondere Folge. Wie ihr wisst, spreche ich in diesem Podcast zu den Themen künstliche Intelligenz und Digitalisierung mit spannenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Um besser zu verstehen, was uns in Zukunft erwartet, beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge mit dem Mindset der jungen Generation und deren Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft. Mit meinem Freund, dem Zukunftsforscher und Bestsellerautor Prof. Dr. Thomas Druyen, habe ich deshalb für eine neue Podcast-Staffel mit dem Namen Pre-Thinking the Future ein paar Podcast-Folgen aufgenommen und eine davon möchte ich heute mit euch teilen. Thomas und ich sprechen in dieser Folge mit Michael Hinrichs von Vodafone. Wir setzen uns in diesem Gespräch tiefgehend mit den Herausforderungen auseinander, die gerade die jungen Generationen bewältigen müssen und erörtern Themen wie Nachhaltigkeit, die veränderten Beziehungen zwischen den Generationen, den Einfluss der Technologie auf die Bildung und unsere Sicht auf Hierarchien und Autoritäten. Ein weiterer zentraler Punkt unseres Gesprächs ist die Bedeutung des individuellen Beitrags und wie wir trotz aller Herausforderungen Hoffnung für die Zukunft bewahren können. Dieses Gespräch bietet Einblicke in die Notwendigkeit einer ergänzenden Führung und beleuchtet das Potenzial für positive Veränderungen, die wir in der Zukunft erwarten können. Bleibt also dran, denn diese Folge wird ganz sicher inspirierend und aufschlussreich sein. Mehr Infos zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge und weiteren Themen findet ihr übrigens auch in unserer WhatsApp-Community. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Ja, hallo Norman, hallo Thomas. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Lieber Thomas, wir haben mit diesem neuen Podcast-Format eine ganz klare Mission formuliert. Denn in Anbetracht der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft kommst du mit deinen Forschungsergebnissen zu dem Entschluss, dass die Zukunft jetzt maßgeblich von der Jugend mitgestaltet und geprägt werden sollte. Bitte sei so lieb und gib uns dazu noch mal ein kleines Intro von deiner Seite mit deinen Worten, bevor wir mit Michael so richtig durchstarten. Ja, gerne, Norman. In den letzten Studien, die wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, Corona-bedingt und so weiter, hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Vor Corona begann es aber schon, dass unglaubliche Probleme aufpoppten. Ja, wir hatten Probleme, die sich dann fortsetzten mit Homeoffice, mit Homeschooling. Da haben wir gesehen, wir sind auf neue Entwicklungen gar nicht richtig eingestellt. Nach Corona kam unfassbarerweise, denn die nächste, noch größere Dimension mit dem Ukraine-Krieg, dann kommt die Versorgungskrise. Also wir glauben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dass es plötzlich einen Atomkrieg gibt. Was in den letzten Monaten passiert, ist ja unfassbar für uns alle, für alle Generationen. Aber gerade auch für die berühmten Babyboomer, die jetzt mit 19 Millionen in Rente gehen. Ja, also 19 Millionen verändern unsere Gesellschaft, was diesen Bereich angeht, aber auch die nächsten Wahlen werden von 30 Millionen Menschen über 60 dominiert. Die nächsten 4, 5 Wahlen, heißt die nächsten 20 Jahre. So. Gleichzeitig haben wir in unseren Studien festgestellt, dass die 15, 17, 18, 19, 25-Jährigen mit der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und mit den dazugehörigen Kompetenzen völlig anders umgehen. Das gehört für diese Gruppierungen Mädchen und Jungen zum Alltag, das ist spielerisch geübt, das gibt es überhaupt kein Problem. Das ist Bestandteil der Lebensgestaltung. Und diese Kompetenz halte ich für zwingend existenziell notwendig, damit wir aus dieser wahnsinnigen Misere herauskommen. Weil auch unsere jetzigen Führungskräfte, auch in der Politik sieht man, ja, da ist eine ziemliche Ratlosigkeit.
Das liegt sicherlich nicht am schlechten Charakter oder so etwas, sondern an einer maßlosen Überforderung, die nachvollziehbar ist. Wir alle sind maßlos überfordert. Ja? Das heißt, wir brauchen neue Teamorientierung. Wir brauchen eine Enthierarchisierung. Nicht der Chef oder der Kanzler weiß, wo es lang geht, ja? Sondern da muss man schon den Rat von Fachleuten, und die müssen orchestriert werden. Also wir gehen in eine neue Welt. Und das ist nicht eine Frage von Ideologie und Willen, sondern meiner Ansicht nach von Mindset. Das heißt von neuronalen Strukturen. Und die haben die Jungen. Und deshalb denke ich, sollten wir die jetzt so schnell wie möglich an die Macht bringen. Und deshalb wollen wir uns ja und ins Handeln bringen. Und deshalb wollen wir uns ja mit denen treffen. Und ich bin froh, dass der Michael unser erster Kandidat ist. Nicht umsonst. Sorry. Ja. Michael, dann gleich zu dir den Schwenk. Stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor. Wer bist du so als Privatperson? Was machst du beruflich? Und schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Michael Hinrichs, zurzeit 28 Jahre alt. Und was mache ich beruflich aktuell? Ich fange vielleicht ein bisschen voran. Ich habe International Management studiert in verschiedenen Unis und Ländern. War im schönen Pforzheim dort angefangen, dann Auslandssemester in Peking, in Wien an der WU und auch in Paris an der HEC. Und ja, stand dann eben 2020 während der Corona-Krise vor der Frage, was mache ich denn nun jetzt beruflich? Management studiert, da ist mir relativ breit aufgestellt. Und dann eben vor der Herausforderung, wohin soll es denn jetzt gehen? Und habe mich dann tatsächlich für die Möglichkeit entschieden, bei Vodafone einzusteigen. Denn da hat der External Affairs-Vorstand Michael Jungwirth damals einen ähnlichen Gedankengang gehabt. Wahrscheinlich, wie du ihn gerade formuliert hast, Thomas, dass junge Menschen extrem wichtig sind. Und er den Bereich Nachhaltigkeit komplett neu aufbauen wollte. Und da besonders eben auf junge Menschen setzen. Und entsprechend dann zwei Personen eingestellt hat, von denen ich dann eine sein durfte. Und genau, seitdem die letzten 2 Jahre bei Vodafone den Nachhaltigkeitsbereich mit aufgebaut, strategisch, Projekte umgesetzt etc. Und genau, seit jetzt knapp über einem Jahr auch für den Vorstand direkt tätig, sprich für den Vorstand External Affairs und auch den CEO. Vielen Dank dafür. Kleiner Tipp noch, mit der Mikro ist es, glaube ich, an deinem Hudi unterwegs, deswegen raschelt so schön. Da versuche ich stillzuhalten. Ja, das ist gut. Ich habe gleich mal eine Anschlussfrage dazu. Warum hast du dich für ein Corporate entschieden und nicht für eigentlich, was man ja so gerne unterstellt, junge Leute, Startup, diesen Weg eingeschlagen? Genau, der Startup-Weg wäre natürlich der Weg gewesen, wo man viele neue Dinge umsetzen kann. Aber ich glaube, es braucht eben nicht nur die frisch generierten Ideen, sondern auch die Veränderung bei den etablierten Playern. Und wenn da auch personell keine Verjüngung stattfindet und dann Manager, die vielleicht 30 Jahre schon im Unternehmen sind, das Ganze jetzt plötzlich bewegen sollen, diesen Wandel eben anstoßen sollen, tun die sich da relativ schwer. Deshalb, glaube ich, bringt da ein bisschen frischer Wind, mal ganz neue Perspektiven und auch junge Leute, die neue Denkansätze haben und entsprechend dann auch die Veränderung anstoßen können. Und dachte mir deshalb, das ist der Weg, für den ich entscheiden werde, was ich bis jetzt auch nicht bereue. Ich glaube, hat gut getan, da mal das Ganze ein bisschen zu verjüngen. Und nach anfänglich viel Überzeugungsarbeit, die nötig war, haben wir es, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gut geschafft, den nachhaltigen Gedanken auch zu pflanzen und bekommen jetzt auch immer mehr Zuspruch und Ideengewinnung auch von der Belegschaft, von den Leuten selbst. Also anfangs mussten wir viel generieren, mittlerweile ist es auch eine gemeinsame Co-Creation. Mhm. Vielleicht eine Frage von mir. Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was eigentlich Jahrzehnte bekannt ist, auch den älteren Generationen, auch meiner Generation, Babyboomer. Wir haben ja auch zum ersten Mal Sustainability davon gehört. So, aber wie auch in anderen Bereichen nimmt man Dinge scheinbar erst ernst, zumindest in Deutschland, wenn sie einem auf die Füße fallen. Ja? Und vorher redet man viel drüber, ja, schafft auch ein gewisses Bewusstsein. Aber schon bei der Mülltrennung, ja, oder beim Ändern der Essensgewohnheiten wird man etwas zurückhaltender. Ja? Also die anderen machen mal, ich ziehe dann nach, wenn es soweit ist. Wie ist das in deiner Generation und wie hast du die anderen Generationen, mit denen du ja aufgewachsen bist, beobachtet, sozusagen persönlich und auch institutionell? Ich glaube definitiv, ja, dass der Fridays for Future, die Bewegung, einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen hat, das Ganze nochmal
ja, ich sag mal, die, weltweit eigentlich die Menschen wach zu rütteln und wirklich einen Fokus darauf zu legen, dass, ja, wenn es so weitergeht, eben wir unseren Planeten irgendwann am Ende der Ressourcen sind. Sprich, ja, es war gut, dass die Menschen jetzt wach sind und sich dessen bewusst werden und bemerke auch verstärkt jetzt in meiner Generation, dass marginal erscheinende Themen wie jetzt beispielsweise Mülltrennung, hast du gerade angesprochen, oder auch Ernährungsformen überdacht werden und auch hinterfragt werden. Und ja, junge Menschen dann sagen, okay, ich versuche vielleicht mal erstmal einen Monat vegetarisch, vegan zu leben, schau, ob das für mich funktioniert oder dann auch im besten Fall entsprechend meine Ernährung umzustellen und anzupassen. Und dann weiß ich zum Beispiel aus meinem näheren Umfeld, dass teilweise dann auch eben ältere Menschen davon inspiriert werden, dass man sagt, okay, ich ernähre mich jetzt mal mit meinem Kind so probehalber einen Monat und schaue, ob das für mich funktioniert. Und dann so eben nicht nur eine Person, eine jüngere Person, die sich vielleicht dafür entscheidet, sondern eben direkt die ganze Familie und man dann seinen Freunden erzählt etc. Also ich glaube, wenn der Trend weiter so anhält und auch weiter wirkt auf eben andere Leute, dass sich das dann schön verbreiten kann. Aber das ist schon eine gewisse Schwarmintelligenz, die sich da ausbreitet. Weil ich kenne viele, auch aus den Elterngenerationen, die von vornherein direkt sagen, nicht für mich oder nur, wenn sie gezwungen werden etc. Also ich glaube, ein generativer, intergenerativer Unterschied ist, dass die Experimentierfreude, etwas auszuprobieren, bei euch tausendmal größer ist und dass das auch ansteckend ist. Weil die älteren Generationen scheinen doch auch, bei mir beginnt das Sägewerk zu arbeiten, bitte das zu entschuldigen, da ist ein Baum umgefallen, dass wir einfach zu lange warten. Ja? Wir sind nicht experimentierfreudig. Außerdem wollen wir sozusagen den Hinweis, wie wir es am besten machen, schon von oben kommen. Da möchte ich gleich auch hin, Norman, dass wir mal über Hierarchien reden. Aber ist das deine Einstellung auch? Definitiv, das würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, junge Leute sind da deutlich mutiger, neue Schritte eben zu wagen, während ältere Generationen, ich glaube, erst noch zu einem Beispiel bedürfen, um eben zu sehen, hey, das kann vielleicht auch funktionieren oder auch eine gewisse Art von Inspiration anhand dieser jungen Leute dann eben zu sehen, um dann zu sagen, okay, vielleicht, wenn es bei der Person XY funktioniert hat, wäre das auch was, was ich für mich übernehmen könnte. Heißt aber auch, dass wir bald so weit sind, oder ich sehe es ja selber bei mir, dass die Kinder immer mehr die Eltern erziehen. Ja. Was ja früher ganz anders war. Also mit aller Liebe, da habe ich Glück gehabt bei meinen Eltern. Ja, die war reichlich vorhanden und der Support auch. Aber die Autorität lag nun mal beim Vater und in vielen Dingen auch bei der Mutter. Punkt. Ja. Ich durfte zwar meine Meinung äußern, am Ende habe ich dann doch gemacht, was ich wollte, aber da musste man dann schon etwas älter werden. Aber das scheint sich, auch jetzt mein 16-jähriger Sohn erklärt mir Dinge eben aus dieser digitalen Welt oder japanische Animes, wo er sich für interessiert, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Haltung und der Offenheit. Ja? Also ich sehe das auch bei meiner Tochter, 22, studiert in Salzburg gerade. Also wenn ich offen meinen Kindern gegenüber auftrete, in einer ganz anderen Haltung, ja, dann werde ich auch konfrontiert mit diesen Themen. Dann spielt das ja auch zurück. Ja. Und das, was ich beobachtet habe, ist, sagen wir so, die älteren Generationen eher so auch gelernt haben, so linear, ne? Also eher so in einer Abfolge, in einer Systemik unterwegs sind, während die jungen Leute wirklich ausprobieren und Dinge auch fallen lassen können. Also auch diesen Mut haben zu sagen, ich mache das jetzt nicht zu Ende, weil es tut mir nicht gut, es erfüllt mich nicht. Ja, ich habe auch noch andere Interessen und das dann wirklich so forschend unterwegs sind. Ja. Genau, ich glaube auch, dass das Alter der Kinder da eine große Rolle spielt. Also gerade in jüngeren Jahren ist die Abhängigkeit wahrscheinlich eher oder die Rollenverteilung so, dass die Eltern viel ihren Kindern beibringen. Aber im späteren Verlauf dann, ich glaube auch durch die Digitalisierung, können dann Kinder viel ihren Eltern nochmal beibringen. Das ist jetzt nicht nur, wie richte ich mein neues Handy ein oder ich kümmere mich irgendwie um die Finanzen oder sonstige Sachen, sondern eben auch ja generell Lebensansichten, vielleicht sogar auch am Ende des Tages politisch die Eltern beeinflussen und sagen, okay, das und das sind Aspekte oder denk doch mal jetzt nicht nur an die nächsten 20 Jahre, wo du noch auf dem Planeten bist oder vielleicht auch länger, sondern berücksichtige vielleicht auch mal, wie es mir, wie es vielleicht deinen Enkelkindern später weitergeht. Also das ist definitiv nicht nur top-down, wie man jetzt im Unternehmen sagen würde, sondern dass der Austausch sollte in beide Richtungen stattfinden und findet auch statt in meiner Wahrnehmung. Wie bist du da aufgewachsen? Also ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung der Eltern an ihre Kinder vielleicht auch, ne?
Wie war dein Elternhaus dir gegenüber aufgeschlossen? Ich konnte da zum Glück ein gutes Elternhaus, bin mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, die sich aber super um meine Schwester und mich gekümmert hat und entsprechend immer mit Rat und Tat zur Seite stand, soweit das eben ging. Irgendwann sind dann bei den Hausaufgaben beispielsweise natürlich auch die Fähigkeiten am Ende, wenn es dann in höhere binomische Formeln und Ableitungen etc. geht. Aber da wurde sich schon in jüngeren Jahren viel um mich gekümmert auch und bin jetzt auch froh, in älteren Jahren entsprechend ein Stück weit was zurückzugeben und sagen wir jetzt beispielsweise Finanzen gibt es ja immer mehr und immer undurchsichtigere Produkte auch, dass ich da meine Mutter dann anfangs unterstützt habe, in die Gespräche mitgegangen bin und das Ganze jetzt für sie übernehme und sie sozusagen nochmal eine Instanz zwischengeschaltet hat zwischen ihrem Bankberater und ihrer Entscheidung dann, der das Ganze noch ein bisschen erläutern kann. Das jetzt zum Beispiel beim Thema Finanzen, aber auch beim Thema Technologie oder sonstigen neuen Entwicklungen, die sie vielleicht ja gar nicht kennt, aber mit denen die jüngere Generation eben groß geworden ist. Und ja, freue mich da auch immer, was zurückzugeben. Denn ich kann die vielen Stunden, die sie ja auch in Kindererziehung investiert hat, sozusagen ja gar nicht zählen. Und ja, man freut sich, glaube ich, da auch als Kind an seine Eltern was zurückzugeben. Aber spannend fällt ja auf, dass du schon von Lebenseinsichten redest. Ja, was ich jetzt ein bisschen auf eine andere Stufe bringe, Lebensweisheiten, die heute junge Leute bereits haben. Und über Jahrtausende war das Ergebnis eines langen Lebens. Die Kompetenz wuchs mit Erfahrung. Die Kompetenz wuchs damit, dass man Dinge immer öfter gemacht hat, etc. Heute kommen welche auf die Welt, ja, Junge, die schon mit 10, 11, 12 was können, was die Alten gar nicht können. Was meinst du, das ist ja historisch. Was meinst du, was das für Veränderungen nach sich ziehen kann? Also, was die Formulierung von Weisheiten angeht, würde ich das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn man sollte auch natürlich verifizieren, dass die Weisheiten auch Hand und Fuß haben und es nicht initiale Vermutungen sind, die in Zeiten von Social Media etc. relativ schnell mal rausposaunt werden können in die Welt. Also da sollte man auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Weisheiten sich eben auch als wahr herausstellen oder als sinnvoll. Aber klar, auch dadurch, dass jüngeren Menschen immer mehr Plattform gegeben wird über das Internet, ist es so, dass eben kein altgelehrter Sokrates von, der durch sein Alter eine gewisse Weisheit sich angeeignet hat, Gehör geschenkt wird, sondern eben auch junge Menschen, die vielleicht mal einen unkonventionellen Gedankenansatz haben, der sich dann über das Internet relativ schnell verbreiten kann. Das ist definitiv ein Faktor, der auch zunehmen wird, glaube ich, einfach dadurch, dass die Reichweite da unglaublich erhöht wird. Aber da geht es ja auch dann immer um Verifikation. Ja? Wir beobachten in den sozialen Netzwerken auch angesichts Corona natürlich ganz unterschiedliche Meinungen und wir wissen, dass unser Hirn das auch fordert, ja, weil wir suchen neuronal nach Dingen, nach Argumenten, die unsere Meinung stützen. Aber ist es denn für euch noch einfach, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden? In meiner Kindheit war das relativ klar. Heute weiß ich es selber kaum noch, ja? Weil es findet sich für alles Argumente. Meistens sind es interessengetriebene Argumente. Ja? Also wie sieht das bei euch aus? Was kann denn überhaupt noch Weisheit sein, wenn man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist? Ich glaube, da ist, wenn man entsprechend ausgebildet wird und hoffentlich in der Schule Sachen wie das Zwei-Quellen-Prinzip etc. vermittelt bekommt, dass man sozusagen eine grundlegende Bildung hat im Sinne von, wie gehe ich mit Informationen um und nehme nicht alles, was ich bei Facebook lese, für bare Münze. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Aber natürlich wird das in Zukunft auch immer kritischer werden in Zeiten von Deepfake etc. Ihr kennt vielleicht das Video mit Barack Obama, wo man denkt, Barack Obama würde sprechen. In Wahrheit ist es mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Und ich glaube, das wird das Risiko der Manipulation, wenn man denkt, wenn man vielleicht auch geprüft hat, okay, das Video finde ich jetzt auf zwei verschiedenen Seiten und da spricht eine Person zu mir, die ich vielleicht kenne, mit genau dem Duktus, genau der Stimme und ich denke, das ist die richtige Person. Das Ganze aber künstlich kreiert wurde, das stellt nochmal ein viel größeres Risiko und eine Gefahr auch dar, dass man eben keinen unbekannten Quellen traut, sondern vermeintlich bekannten Quellen, die sich aber herausstellen als eine Person, die das so gar nicht gesagt hat. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein. Ich habe mir gerade so vorgestellt, der Thomas und ich, wir sind groß geworden mit ohne Internet und dann auch mit Internet. Also wir können so rückblickend sagen,
wie so diese Informationsflut, gibt ja diesen schönen Vergleich, wir haben heute so viel Informationen wie ein Mensch vor 200 Jahren in seinem ganzen Leben, ja, und uns ist quasi bewusst, was uns die ganze Zeit umgibt, also wir hatten so eine gewisse Startbahn, ja, während die jüngeren Generationen eher so im Senkrechtstarter-Modus unterwegs sind. Aber was ich jetzt toll finde, ist Deepfake ein Riesenthema. Also welche Informationen, die mich erreichen, auf welchen Kanälen auch immer, in meiner Bubble oder außerhalb, sind dann tatsächlich zu werten, ja, oder wie ist das einzuordnen? Also das finde ich sehr interessant, dass das Bewusstsein da ist und dass nicht die, oder ich glaube, auch die Unterscheidung macht eure Generation einfach nicht, ne? Virtuell und also online, offline, das, was wir immer so gern mit Brücken bauen, assoziieren, das ist irgendwie eins für euch. Das schon, obwohl man, wenn man live eine Person wirklich vor sich sieht und sieht, okay, ich kann die Person greifen, ich kann die Person anfassen und sehe eine Aussage, die die Person tätigt, kommt auch von der Person, dann hat man natürlich noch ein viel höheres Maß an Verifikation, während prinzipiell alles, was online möglich oder was online sichtbar ist, meiner Meinung nach genauso schnell auch online gefaked werden kann und man definitiv alles irgendwie mit na, nochmal zweimal hinschauen sollte, nicht alles sofort für bare Münze nehmen. Ja. Wie, vielleicht noch eine kleine Frage, Thomas. Ich muss da ganz nochmal ansetzen. Wie ist das für euch mit der Beschleunigung in der heutigen Welt? Ich kenne das noch von früher, dass so Thema Karriere, berufliche Entwicklung irgendwie so mit so einem Fahrstuhl zu assoziieren ist. Ne? Ich fahre nach oben, heute eher so eine rückwärts bewegende Rolltreppe, der ich entgegenlaufe, um nach oben zu kommen. Das heißt Geschwindigkeit, Kontinuität, ich muss dranbleiben und keine Rast haben. Dieses Getriebensein, fühlt ihr das auch so in der Art? Da gibt's in meiner Wahrnehmung verschiedene Arten von Menschen, Freunden, die ich kenne. Die einen, die eher karriereorientiert sind, die sagen wirklich, okay, ich gebe Gas, ich bin auch bereit, mehr als die reguläre 40-Stunden-Woche zu arbeiten und möchte so schnell wie möglich hoch hinaus. Die sind dann auch eher ungeduldig und sind eben nicht in diesem langsamen Karriereaufzug, den man vielleicht kennt, wie es früher eben der Fall war. Man verbringt 10, 20, 30 Jahre im Konzern und arbeitet sich nach oben, steigt immer weiter in der Hierarchie nach oben, während, glaube ich, heutzutage durchaus ein Wechsel sehr, sehr üblich ist. Gerade beispielsweise Freunde von mir, die in Dublin bei den großen Tech-Firmen arbeiten und nur einen Häuserblock weiter das nächste Office von der nächsten Firma ist und man dann alle 2 Jahre eben wechselt und entsprechend auch Druck auf den Arbeitgeber aufbauen kann. Nach dem Motto, mir ist es egal, wo ich jetzt die Lösungen verkaufe oder im Marketing arbeite oder als Developer etc. Und dann eben durch diese Unternehmenswechsel ein schneller Karrieresprung forciert wird. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Freunde, die sagen, ich muss vielleicht gar nicht mehr 5 Tage die Woche arbeiten. Ich möchte viel lieber einen 4-Tages-Vertrag und da dann auch nur 30 Stunden arbeiten, weil es mir wichtig ist, dass ich freitags Zeit für mich habe, Zeit für Freunde habe, vielleicht noch einem nachhaltigen Projekt nachgehe, Müll am Rhein einsammle etc. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile zum Glück auch von Arbeitgebern angeboten verschiedene Modelle, dass man da eine gewisse Flexibilität hat und sich dann auch persönlich dafür entscheiden kann. Bin ich der Karrieretyp, der in 10 Jahren auf Position XY sein möchte, oder geht es mir jetzt eher um mich und im Moment zu leben und mehr Zeit für mich zu haben? Ich möchte mal zurück auf Deepfake eben. Tatsache ist ja, dass wir uns immer mehr und immer schneller multiplizieren. Wir können jetzt schon mit Avataren von uns arbeiten. Ja, wir können parallel Avatare für uns sprechen lassen. Ja, wir werden sicherlich auch bald andere Planeten in Angriff nehmen, wo wir vielleicht auch mal hinziehen können. Wahrscheinlich erleben sogar wir noch, dass der Mond in irgendeiner Weise besiedelt wird. Also das Spielfeld verändert sich ja gerade fundamental. Die Ressourcen, ja, die wir aus dem Weltraum holen können. Ja. Also insofern, und das ist euer Leben. Also bei dir sage ich jetzt mal, dir stehen noch 60 Jahre, wenn alles normal läuft, bevor. Ja, das ist ja normal, aber fantastisch auf der einen Seite. Bei uns war es aber so, unsere Zukunft war in gewisser Weise vorhersehbar. Da war ein Studium, damit legte man das Fundament, dann kam Beruf. Okay, jetzt wissen wir auch seit 20 Jahren, dass man viele Berufe hat, aber du weißt ja gar nicht, was in 5 Jahren sein kann.
Wie kann man das verinnerlichen? Wie gehst du damit um? Ich glaube, zumindest das, was ich versucht habe, ist, mich relativ breit aufzustellen in meinem Studium, ein gewisses Grundverständnis in allen Bereichen aufzubauen und eben nicht nur diese Nischenkompetenz zu haben, sondern in der Lage zu sein, von Herausforderungen im Human Resources Bereich bis aber auch zu IT-Herausforderungen, ja, ein gewisses Verständnis mitbringen zu können, um sich eben nicht nur festzulegen in jetzt, ja, eine spezielle Nische und entsprechend dann auch bereit zu sein für Berufe, wie es sie heute gar nicht gibt. Also ich glaube, Thomas, du sprichst auch an technologische Veränderungen. Wir können mittlerweile Raketen ins All schießen und die auch wieder zurückholen und sozusagen recyceln und nochmal nutzen, was ja auch undenkbar war noch vor Jahrzehnten. Da ist definitiv noch viel, was auf uns zukommt. Daher hilft, glaube ich, eine relativ breite Aufstellung dann ganz gut, um dann eben später zu sehen, okay, wo entwickle ich mich denn hin? Und wahrscheinlich kann man sowas auch noch gar nicht mit 20, 25 Jahren festlegen, wo es denn mal hingehen sollte. Also ich wusste eine Richtung, in die es hingehen soll gegen Ende meines Studiums, aber gerade als ich angefangen habe, war mir überhaupt noch nicht bewusst, was möchte ich denn tun. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Praktika zu machen etc., um sich da ein bisschen mehr einzunorden. Aber ja, von vornherein festzulegen und sagen, okay, das ist die einzig wahre Berufsrichtung, in die ich gehen möchte, ich glaube, das ist fast ein Fehler. Einfach weil es auch Berufsgruppen vielleicht geben kann in 5 Jahren, für die es heutzutage noch keinen Studiengang oder noch keine Jobausschreibung gibt. Das heißt, die menschlichen Begabungen und Befähigungen verändern sich fundamental. Während früher Planbarkeit und Überschaubarkeit existenziell war, wird das jetzt zu einem kontraproduktiven Element. Ja? Wer zu sehr auf dem beharrt, was er will, ja, der wird ja vom System ausgespuckt. Da bin ich wieder bei der Bildung. Ja. So wie du jetzt, wenn man schon hört, du warst in China in deiner Ausbildung, ja, du hast ja die halbe Welt schon gesehen. Das ist natürlich direkt mal ein anderes Mindset. Viele haben diese Option nicht. Wie erreichen wir denn mit Bildung auch all diejenigen, ja, die ich jetzt mal als abgehängt bezeichnen würde? Und das ist ein untragbarer Zustand. Das scheint in eurer Generation aber auch bewusster zu sein, eine globale Perspektive. Ich glaube, auch hier ist das Internet wieder der Schlüssel, um eben diese Herausforderung zu lösen. Denn während früher die Ausbildung ja hauptsächlich stattfand, durch, also wie ich es aus der Schule kenne, einen Lehrer, der vorne steht und uns das ganze Wissen vermittelt, der auch mehr oder weniger eben auch kompetent ist und entsprechend die Vermittlung eines Faches super lehrerabhängig ist, habe ich dann später im Studium gemerkt, okay, ich kann auch einfach den Content online abrufen und die Nachhilfe, die man früher auch von entsprechend Nachhilfelehrerin erhalten hat, mir selbst aussuchen, okay, bin ich denn für ein Lerntyp, was möchte ich denn für einen Lehrer haben, in welcher Sprache möchte ich vielleicht auch die Nachhilfe haben, möchte ich mein Mathe nicht wie in der Schule auf Deutsch lernen, weil ich in Deutschland auf der Schule bin, sondern lerne ich vielleicht auf Englisch leichter, wenn ich jetzt Migrationshintergrund habe, vielleicht auch in einer anderen Sprache. Also dass einfach die Informationen mittlerweile weltweit verfügbar sind, in vielen unzähligen Sprachen noch verschiedensten Niveaus, also dass jetzt Corona beispielsweise hatte ich einen Harvard-Kurs mal mir angeschaut und ein bisschen reingeschnuppert, einfach weil mich interessiert hat, okay, diese super elitäre Ausbildung, was werden denn da für Inhalte vermittelt? Und auch die hatten ja Content kostenlos angeboten. Also ich glaube, da hilft es einfach ungemein, dass Bildung, sobald man einen Internetzugang hat, super breit verfügbar ist und man sich dann im Prinzip jeden denkbaren Bereich da auch, wenn man die nötige Eigenmotivation und die nötige Disziplin sowas eben zu tun, auch mitbringt, da hat man, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für alle Institutionen. Sozusagen diese Eigeninitiative, die kann ich nicht befehlen. Ja, wenn die nicht da ist, und das ist heute halt die Hälfte der Miete, indem ich bereit bin, mich selbst zu überwinden, weil alles steht im Regal, im Digital. Die geilsten Universitäten der Welt, wo ja andere, die da früher studiert haben, die müssen $50.000 im Jahr zahlen. Ja? Und heute kann ich da Kurse nehmen. Ich kann zur Singularity. Also wir sind natürlich auch Konsument. Bildung ist auch ein Konsumgut geworden. Ja? Dennoch müssen wir für diejenigen, denen es nicht zur Verfügung steht, weil auch wenn man etwas sucht, braucht man eine gewisse Auswahlkompetenz. Wie komme ich eigentlich in die richtigen in die richtigen Regale? Ja. Und was hilft mir wirklich weiter?
Und da ist aber alleine Smartphone-Kompetenz schon was Sensationelles. Jetzt eine banale Frage. Du bist ja auch mit dem Smartphone aufgewachsen. Und wenn man dauernd mit dem Ding umgeht, dann ändern sich ja auch die Hirnstrukturen, wie wir gemessen haben. Das heißt, wenn man ständig über jetzt, über viele Jahre auf eine Idee, auf eine Frage, über Google, über was auch immer, direkt eine Antwort bekommt oder selbst alles, was einen nicht interessiert, zu allen Seiten wegwischen kann, dann hat das eine Beschleunigung der schnelle Urteilsfähigkeit. Oder was Norman eben sagte, man kann auch Dinge mal direkt unter den Tisch fallen lassen, interessiert mich nicht, etc. Ja. Eine ganz eigene Flexibilität. Merkst du die Flexibilität auch im Umgang mit anderen und anderen Generationen? Definitiv. Also ich glaube, die Flexibilität ist einfach dadurch gegeben, dass man auch schnell mal was googeln kann und eine Information entsprechend sofort quasi im Zugriff hat. Und beispielsweise, wie ich es jetzt in Meetings auf der Arbeit beobachte, ein Diskussionsthema zustande kommt, währenddessen im Hintergrund jemand das Thema schnell googelt, ein paar Hypothesen dazu rausfindet und das Meeting dann dadurch auch effizienter gestalten kann, weil die entsprechende Idee sofort auch inhaltlich unterfüttert wird und man nicht sagen muss, okay, lass uns nochmal zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls sprechen, sondern direkt real-time sozusagen die Informationen rausfinden kann. Ja, entsprechend würde ich das definitiv auch als eine Bereicherung sehen. Wenn richtig genutzt, natürlich ist der Ablenkungsfaktor hier auch ein großes Thema. Wenn Schüler beispielsweise in der Schule ja, oder wie es auch vielleicht im Arbeitsleben häufig der Fall ist, dass Menschen eben nicht mehr sich auf einen Gegenüber fokussieren und ja schnell abdriften, am Handy dann irgendwie selbst vor sich hin in ihrer eigenen Welt gefangen sind und ja dadurch der reale Kontakt mit der Person, mit der man vielleicht in einem Raum sitzt oder wo man auch einen Vortrag hört, ja entsprechend abgewertet wird und man dann auch schnell die Aufmerksamkeit eben verlieren kann. Aber jetzt sind wir ja, glaube ich, an einem fantastischen Kernpunkt, nämlich den Punkt der Hierarchie und der Autorität, die auch in der Politik, in der Medizin überall eine Rolle spielt, selbst bei der Polizei. Ja. Wie nehmen wir heute Autoritäten wahr und Hierarchie? Und die werden heute völlig anders wahrgenommen in der jungen Generation als früher. Und deshalb muss man ja wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Politiker, die immer noch so eine gewisse Form von Besserwisserei-Unterton haben, die jungen Leute einfach überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also wenn ich jetzt bei den 16-, 17-, 18-Jährigen gucke, die wenden sich ja ab. Die sind einfach schlichtweg gar nicht mehr interessiert. Das ist wie ein altes Auto, wo keiner mehr hinguckt. Oder eine Musik, die man einfach überwunden hat. Die findet gar nicht mehr statt. Auch in Unternehmen, in Corporates, überall finden wir Hierarchien. Es gibt immer noch Patriarchen etc. Was meinst du, wie sich das entwickelt? Weil die Jungen, also wahrscheinlich 25% unserer Gesellschaft, holen wir damit nicht mehr ab. Wir haben Studien gemacht in neuen Ländern, wo es eindeutig belegt wurde. Heißt aber, wenn heute ein 15-Jähriger zu einem Mediziner kommt, während wir früher noch gesagt haben, der Mann im weißen Kittel oder die Frau, da haben wir viel mehr geglaubt. Wir kommen ja heute schon mit Infos hin, die teilweise noch nie gehört haben. Das Gleiche bei Lehrern. Ja, da haben ja Kinder dann plötzlich, genau wie du sagst, die googeln zwischendurch und sagen, was sie sagen, ist falsch. Hast du schon mal ein Autoritätsproblem. Wie siehst du das in deinem Erleben, in den Unis, die du gesehen hast und auch für deine weitere Entwicklung? Bei dem CEO, also ich will jetzt nicht auf deinen konkreten Fall, aber grundsätzlich, ich habe es auch öfter erlebt, da sitze ich mit dem Staatssekretär und merke, der hat leider überhaupt keine Ahnung von dem, worüber wir reden. Aber er hat halt die Funktion, ja. Da ist man schnell am Ende der Fahnenstange. Ja, ich glaube, Hierarchie ist gerade für die jüngere Generation ein großes Thema. Und deshalb kommen ja auch eben immer die Forderung nach flacheren Hierarchien, nach einem Gespräch eben auf Augenhöhe, dass man nicht mehr einen Chef hat, der reserviert hinten in seinem Zimmer sitzt, vorne dran die Vorzimmerdame und man muss quasi darum bitten, eine Audienz gewährt zu bekommen, sondern dass man eben vielleicht wie bei uns im Unternehmen, wenn man eine Idee hat, auch einfach eine E-Mail schicken kann oder den CEO in einem Gespräch, wenn man ihn in der Kantine erwischt, auch einfach adressieren kann und eben seine Themen loswerden und nicht immer über Umwege oder über drei Instanzen, wo die Frage oder der Inhalt auch gefiltert wird, die Nachricht im schlimmsten Fall vielleicht auch nochmal verändert wird und ja immer durch eben verschiedene Instanzen läuft. Und dann ist auch, glaube ich, die Erfahrung einfach viel besser, wenn man direkt die Möglichkeit hat, sein Anliegen an die Person auch direkt zu adressieren. Und fühlt sich, das Thema Wertschätzung spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Also wenn ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin merke, okay,
die Führungsetage kümmert sich eben um die Dinge und schaut sich das dann auch wirklich an, identifiziere ich mich auch viel mehr mit dem Unternehmen, was im Endeffekt dann auch wieder ja, dem Unternehmen in die Karten spielt. Also da das kann ich aus der Zukunftspsychologie beitragen. Nichts tut einem mehr weh und nichts fördert depressive Gedanken mehr als Ohnmachtsgefühle. Und wenn ich, ob in der Familie oder in einer Firma, einfach nicht wahrgenommen werde, ja, oder wenn ich mich melde und werde überhaupt nie drangenommen, ja, dann ist das wie Ohrfeigen. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und das nenne ich auch Kommunikation, Resonanz. Wir leben von Resonanz. Ja. Und wenn man sozusagen immer in Beistühle treten muss, um mit jemandem zu reden, dann kann da heute nicht mehr viel daraus werden. Duzen. Es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt umschwenken. Ich habe es auch erlebt. Ich habe es einmal im Konzern mit 3000 Leuten erlebt. Da müssen die Führungskräfte natürlich zu in der Lage sein, in dem Unternehmen waren sie es auch. Was hältst du davon? Finde ich sehr wichtig und bin auch sehr froh darüber, dass das bei uns im Unternehmen gang und gäbe ist. Ihr habt schon wie lange? Seit ich das Unternehmen zum ersten Mal 2016 im Praktikum hier war, auch da war das Du schon völlig normal. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine deutsche Krankheit natürlich auch. Also im Englischen hat man das Problem ja einfach gar nicht. Aber alleine schon, wie du sagst, wie ich einen Menschen anrede, ob ich ihn eben sieze oder duze, drückt ja sofort, sobald das Gespräch beginnt, ein Rollenverständnis aus. Und ja, eben wenn ich die Hierarchien reduzieren möchte, dann ist du da einfach eine super einfache Möglichkeit, um sofort eine gewisse Nahbarkeit auch herzuschaffen und ja, entsprechend dann einen viel direkteren Kontakt zu der Person, mit der ich mich austauschen möchte. Ist das auch Teil der Anspruchshaltung, die vielleicht auch viele Unternehmen irritieren? Ja, Anspruchshaltung zum Thema Arbeitszeit, zum Thema die Art und Weise, Hierarchie, Anerkennung oder auch Ablehnung, ja, das Du und das Sie. Das ist ja schon auch in den Bewerbungs- und Auswahlprozessen schon ein großes Thema. Ist es. Ich glaube, das haben auch Unternehmen registriert und ist mittlerweile fast gang und gäbe, glaube ich, am Markt, dass, gut, je nach Branche natürlich auch, dass eben solche Sachen wie die Duzkultur im Unternehmen, auch die Möglichkeit der zusätzlichen Urlaubstage beispielsweise mit Gehaltsverzicht, die Möglichkeit, meine Wochenarbeitszeit zu reduzieren, dass solche Themen immer, diese Flexibilität eben auch, dass die immer wichtiger werden. Aber man kann auch beobachten, dass das ja mit Argusaugen betrachtet wird, bekomme ich öfter mit, ja, wenn Leute sagen, ja, hör mal, ich verdiene weniger, das ist für mich überhaupt kein Problem, dafür möchte ich aber weniger oder was anderes machen für mich. Ja, das klingt ja so ein bisschen wie Majestätsbeleidigung. Ja. Dann leitet man davon eine schlechte Identifikation ab, mit alter Brille betrachtet. Und das andere ist, ja, die Jungen, höre ich immer wieder im Gesundheitssystem, Pflege etc., die wollen ja gar nicht am Wochenende arbeiten, ja, und die möchten also lieber Beamte werden etc. Wie schätzt du das ein? Weil ich halte das aus meiner Sicht ist es ziemlich gesund, ja, zu sagen, wie macht Arbeit für mich am besten Sinn? Darum geht's ja. Ich glaube, was am Ende des Tages zählt, ist natürlich das Ergebnis. Und wenn eine Person es schafft, wenn sie von mir aus nachts arbeitet, statt tagsüber erreichbar zu sein, solange am Ende des Tages die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, finde ich, ist das, was auch zählt. Aber ich bin bei dir auch diese Kritik an derartigen Konzepten, die nehme ich natürlich auch wahr, kommt tatsächlich ehrlicherweise meistens von älteren Menschen, die das Konzept vielleicht noch nicht so kennen, nach dem Motto, wie, der ist schon um 15 Uhr heute nur halbtags da. Ich glaube, das ist ein Spruch, den jeder vielleicht schon mal gehört hat. Ja, ich glaube, es ist ein veraltetes Denken und solange die Ergebnisse am Ende des Tages stimmen, finde ich, spielt es keine Rolle, ob man im Büro auch da sein Gesicht zeigt oder vielleicht irgendwo auf einer grünen Wiese, nachdem man Yoga gemacht hat, seiner Tätigkeit nachgeht. Das Ergebnis ist am Ende des Tages das, was zählt. Und ich glaube auch, dass diese Skepsis vor diesem neuen Arbeitsmodell immer weiter abnimmt. Also während das vor 5 Jahren kaum jemand gemacht hat, merke ich jetzt vermerkt, bei uns in der Firma zumindest, ja, immer stärker solche Modelle. Sei es, dass man runtergeht eben auf Teilzeit, sei es Sachen wie eine Doppelspitze bei einer Abteilungsleitung. Also ich glaube, da
da gibt es viele interessante Konzepte, die auch gut funktionieren können, die jetzt immer mehr Anwendung finden. Und im Laufe der Zeit habe ich die Hoffnung, dass die Akzeptanz dann auch steigen wird, einfach weil Leute mit einem traditionelleren Denken auch sehen, okay, das kann ja vielleicht auch funktionieren. Vielleicht sollte ich mein Denken ja nochmal überdenken und auch mich auf diese neuen Konzepte eben einlassen. Jetzt führen wir eine sehr moderate und wahrscheinlich auch sympathische Diskussion. Hinter uns dreht die Welt aber durch. Ja, deshalb denke ich, sollten wir auch nochmal auf diese Aspekte zu sprechen kommen. Wir haben gerade diese Fußball-Weltmeisterschaft, ein Fest der Heuchelei und der Scheinheiligkeit. Aber die findet ja nicht nur da statt. Ja, da werden Fehler vor 15 Jahren gemacht und heute werden die Opfer neu angezählt. Wie geht ihr damit um, dass man den Eindruck haben muss, als seien viele Leute tatsächlich auch in Führungspositionen im politischen Bereich geistig und moralisch erkrankt? Das ist natürlich ja eine große Frage. Ich glaube, am Ende des Tages, wie man selbst damit umgeht, bleibt einem jeden selbst überlassen, ob man jetzt bei einer Fußball-WM dann zuschaltet oder eben nicht. Am Ende des Tages hat meiner Meinung nach doch der jeder einzelne Konsumentin kann einen Teil dazu beitragen, auch wenn man ja vermeintlich denkt, ich bin nur eine einzige Person, kann man schon eben durch bewusste Konsumentscheidungen etc. seinen Teil dazu beitragen, kann das Ganze auch verbalisieren und darüber sprechen, in seinem näheren Umfeld vielleicht auch ja Leute in der Hinsicht dann beeinflussen oder über Social Media Plattformen wie LinkedIn, wenn man vielleicht eher im beruflichen Umfeld Leute beeinflussen will, aber auch Snapchat, Instagram, wie sie alle heißen, durch seine eigene Meinung die kundtun und eben versuchen, andere Menschen davon zu begeistern oder zu überzeugen. Jetzt hast du ja eine gewisse Souveränität, deshalb bist du ja auch sozusagen hier, ja, weil du schon viele Kompetenzen, Zukunftsfähigkeiten aufweist, wie wir das sagen. Aber dennoch gibt es ja auch Altersgenossinnen und Genossen, die wirklich total Angst haben, die sich total bedroht fühlen. Die sagen, das ist ja unfassbar, das fing alles so gut an, jetzt habe ich gar keine Zukunft mehr. Die Welt ist schon im Arsch, ja, ökologisch und so weiter. Und dann kommen irgendwelche ganz Jungen auch, die sich dann auf der Straße festkleben, ja, oder Eiersalat auf Kulturgüter werfen. Da ist ja auch eine riesige Diskussion. Nur wenn ich jemanden unter Stress sehe, der totale Angst hat, der läuft natürlich auch ein bisschen dann, sag ich mal, sittlich amok. Ja, wie kannst du das nachvollziehen, dass deine Generation schon zweifelt plötzlich? Meine Generation, wir hatten überhaupt, hinter uns lag die größte historische Verfehlung aller Zeiten. Aber nach vorne konnten wir eigentlich machen, was wir wollten. Ja. Und ich dachte, das geht immer so weiter. Und wie stehst du dazu und wie steht ihr dazu von denen du weißt? Das kann ich absolut nachvollziehen, gerade wenn man in einer Zeit groß wird, in dem einen schon in jungen Jahren oder gerade aktuell jetzt auch medial immer verstärkt planetare Grenzen aufgezeigt werden. Also ich glaube, das ist ein Sachverhalt, der den Menschen einfach noch nicht so bekannt war vor 20, 30 Jahren. Gleichzeitig finde ich es aber auch extrem wichtig, dass man jetzt nicht direkt den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, 2040 ist unser aller Leben dann auf diesem Planeten zu Ende. Denn bis dahin sind es noch ein paar Jahre und ich glaube, bis dahin kann man auch noch viel bewegen. Digitalisierung wird da unglaublich viel dazu beitragen können. Es wird Technologien werden entstehen, die wir uns heute vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können. Also da ist die Hoffnung definitiv noch nicht verloren und da kann und wird es noch viel Veränderung geben. Und was ich, eine gute Buchempfehlung vielleicht an der Stelle, wenn man denkt, dass es der Welt so schlecht geht, wäre Factfulness von Hans Rosling. Ein Buch, das ich persönlich sehr, sehr augenöffnend fand, weil man ja auch mit dem Gedanken groß wird, ja, in der dritten Welt sieht es unglaublich schlecht aus und der Planet wird immer, Überbevölkerung etc. spielt eine Rolle. Und da vielleicht einfach mal in das Buch reinschauen oder wie es die junge Generation ja heutzutage tut, bei Blinkist eine Zusammenfassung dazu hören oder sich im Netz eine Zusammenfassung dazu anlesen, wenn man nicht das ganze Buch lesen möchte. Aber ich glaube, also ich zumindest habe daraus nochmal eine gewisse Positivität mitnehmen können und gelernt, dass es dem Planeten gar nichts, oder was heißt dem Planeten, da sollte man schon noch was tun, aber dass es der Welt insgesamt
gar nicht so schlecht geht, wie man vielleicht denken möchte, und dass sich da in den letzten Jahrzehnten doch einiges zum Positiven verändert hat. Da finde ich super, dass du diesen Hinweis gibst. Und vor allen Dingen, du sagst ja, Zuversicht durch Zeit. Ja. Die Dinge werden sich ja exponentiell verändern, die sich, also werden sich auch Lösungsmöglichkeiten exponentiell verändern. Ja, und dann müssen eben die älteren Generationen, die immer gerne die Lösung kennen, um sich gut zu fühlen, jetzt mal in eine neue Dimension. Ja, es geht weiter, aber wir kennen die Lösung nicht, aber sie wird schon kommen. Und das ist auch für mich so eine Begründung, warum ihr jungen Leute in zumindest in komplementäre Führungsbereiche hin müsst. Darum auch, warum 16-Jährige wählen sollten, auch wenn es die meisten Parteien, die sich schon ahnen können, nicht gewählt zu werden, dann nicht wünschen. Ja, das muss so sein. Und insofern bist du für mich jetzt auch schon Beleg, ja, dass die Hoffnung absolut wie immer in den letzten Jahrtausenden total gegeben ist. Nur zum ersten Mal haben wir Junge, ja, deren Bewusstsein sozusagen, bevor sie alt geworden sind, schon auf einem höheren Level ist. Das ist wirklich spannend. Ich finde auch das Spannungsverhältnis sehr interessant zwischen dem Bewahren, so aus der Haltung heraus der älteren Generation, hin zum Bewirken aus der neuen Haltung oder der neuen Generation, dass viele dieser Themen, dieser Chaos-Themen, die uns umgeben, von denen wir vorhin gesprochen haben, eben auch aus dieser Bewahrungshaltung herauskommen. Ne? Also indem ich Stillstand produziere und sage, dieser Wohlstand, um den es uns ja zum Beispiel in der Politik oftmals geht und in dem Parteiprogramm, dass dann halt genau dieser Stillstand uns eben nicht innovieren lässt. Ja? Während die jüngeren Generationen einfach sagen, wir wollen einen Impact haben. Ja? Also wir wollen beteiligt sein in den Unternehmen und da unseren Beitrag leisten. Ja? Und wenn das nicht funktioniert, dann sind wir nach 2 Jahren weg. Und das kann man sich immer nicht vorstellen, so als Unternehmer, ja, dass diese hohe Fluktuation stattfindet, weil die Unternehmenskultur, ja, oder Resonanzkultur vielleicht gar nicht da ist. Also es sind gar nicht so die ist gar nicht so die Hardware des Unternehmens, von wegen Dienstwagen und Finanzen und Parkplatz vorne rechts am Haupteingang, sondern es sind eigentlich die, und da kam mir der Gedanke vorhin auch nochmal so dieses Loyalitätsthema, dass ich mich vielleicht persönlich angegriffen fühle als Unternehmen, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, von dem ich viel halte, du, ich mache jetzt Teilzeit, weil ich habe ein Faible für Segeln, ja, und das aber eine enorme Wertschätzung darstellt, wenn ich als Unternehmen dieses Segeln ermögliche und sage, hey, bleib bei uns, halbtags, Teilzeit, überhaupt kein Thema, ja, und wie wertvoll ist das Unternehmen für mich, was mir diese Möglichkeiten schenkt, ja, also das, da, glaube, da muss man einfach auch nochmal diesen Game Changer im Kopf hinkriegen. Ja, ist, glaube ich, auch eine große Möglichkeit für Unternehmen. Ja. Da Michael, vielleicht kannst du uns zum Schluss noch ein paar tröstende Worte aussprechen. Ja, wie siehst du, weil ich habe in meinem Leben immer am meisten von Science Fiction gelernt, weil da immer die Grundlage die Fantasie war und da sind die Welten einfach aus dem Bauch rausgepustet worden und überraschenderweise ist vieles von dem eingetreten. Ja, diese Wahrscheinlichkeitsberechner sind ja immer auch Bedenkenträger und davon halte ich dann weniger. Was meinst du, wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen? Also eine Glaskugel habe ich jetzt hier leider nicht zu Hause. Nee, aus deiner... Aber ich... Genau, wie gesagt, ich glaube, wenn man jetzt 20 Jahre zurückblickt, sind wir in der Zeit, da hat es noch nicht mal ein Smartphone gegeben. Da hat man noch aus seinem Handy, das kennen die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr, 3-mal auf eine Taste gedrückt, um dann den entsprechenden Buchstaben zu finden. Daher wird in den nächsten 20 Jahren auch unglaublich viel passieren. Ich glaube, die letzten Jahre haben sich auch ja im Feld von Climate Investments etc., Climate Innovation, super viel getan. Da wird zukünftig auch mehr Geld und entsprechend mehr Forschung hineinfließen und dann Themen wie Carbon Capture Technologies, also dass man das CO2, das wir leider ja in den letzten Jahren in die Atmosphäre emittiert haben, dass man das auch wieder rausziehen kann und eben beispielsweise, wie es in Norwegen gerade praktiziert wird, unter die Erde wieder gepumpt wird oder in Steinen sozusagen gespeichert. Also da wird Technologie einfach der Schlüssel sein, um nicht nur das, was wir aktuell emittieren,
zu reduzieren oder idealerweise auf Null zu setzen, sondern auch das, was wir vielleicht vorher schon imitiert haben, ein Stück weit rückgängig zu machen. Also da glaube ich fest daran und ja, sehe die Zukunft nicht so negativ. Ich glaube, Technologie wird ja der Schlüssel sein zum Erfolg und dass wir das als Menschheit schon irgendwie hinbekommen werden. Wir haben ja unglaublich viele junge, schlaue Leute, die auch ja aktiv sind, hoffentlich aktiv werden und dann schaffen wir das schon. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an dieser Stelle. Die Buchempfehlung von dir, Michael, packen wir natürlich in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wir werden dich auch einladen zu uns auf die Plattform, damit wir die Möglichkeit haben, vielleicht mit dem einen oder anderen Kommentar nochmal in den Dialog zu gehen mit unseren Zuhörern. Und ich sag mal an dieser Stelle herzlichen Dank für diese dann zweite Folge als unser erster Gast in diesem Podcast. Und es ist, glaube ich, ein schöner Auftakt für so viele wertvolle Menschen, die wir dann hier eben auch noch fürs Mikro kriegen können. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Danke, Thomas. Danke, Norman. Danke auch. Hoffnungsträger.